Morgen Jungs, heute geht es um einen Mod, der tatsächlich sogar, wenn er richtig angewendet wird, Performance in eurem Auto verbessert. Allerdings habe ich jetzt keinen Bock, mein Teil, was ich damit bearbeite, auszubauen. Deswegen wird es nur für Look sein, also es wird nur gut aussehen, also meiner Meinung nach. Ne, jeder hat einen verschiedenen Geschmack. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet das auch in eurem Auto machen und möchtet daraus Performance-Gewinn ziehen, dann müsst ihr dieses Teil jetzt ausbauen, was ich euch gleich zeige. Und jetzt verrate ich euch auch, um was es geht. Es geht um Hitzeschutzband. Das ist ein hitzereflektierendes Band. Und wo das am meisten Sinn macht, ist natürlich bei Lufteinlässen, wie Luftfilterkasten und generell, wo die Luft herströmt. Weil wir wollen ja in unserem Motor möglichst kalte Luft haben, denn kalte Luft mehr Performance, ist klar. Und warme Luft weniger für Performance, deswegen werden Teile damit gerappt. Wir werden das jetzt so machen, da der Luftfilterkasten in meinem E46 relativ closed ist und ich da nicht so gut rankomme und ich möchte heute eigentlich auch echt wenig ausbauen. Wir müssen darum gehen, die Brücke von oben zu folieren, einfach nur, weil es gut aussieht und weil es, wenn man in die Engine Bay reinguckt, sieht so aus, okay, da wurde was gemacht, sieht geil aus, ne? Ich habe euch jetzt mal erspart, den Pain hier, und zwar dieses Cover hier abzunehmen. Hier ist ja eigentlich noch so ein Cover drüber über meiner Ansaugbrücke, das ist die Ansaugbrücke. Und diese Schraube, bei Gott, sie geht nicht los. Sie geht einfach nicht los. Die ist eigentlich genauso wie hier. Hier oben ist dann so eine Mutter drauf, genauso wie da. Die dreht man raus und dann kann man das Engine Cover einfach so rausziehen. Das Problem ist aber, diese Schraube dreht sich mit dem Bolzen mit. Und das hier unten ist nur eine Hülse, die dreht sich auch mit, hält man das fest und will das losdrehen, es dreht sich alles mit. Absoluter Pain, deswegen habe ich hier rum und rum geschnitten, keine Ahnung, wie ich das wieder festkriege. Das habe ich letzte Woche schon gemacht und ich wollte eigentlich ein Video dazu aufnehmen, aber ich hatte echt letzte Woche keine Zeit mehr. Deswegen werden wir das Ganze jetzt machen. Ich weiß auch echt nicht, wie ich hier in die Ecken reinkomme oder wie das dann am Ende aussehen wird. Aber wir gucken mal. Bei dem Engine Cover generell, dieses Cover, was hier drüber ist, habe ich das Ganze schon mal gemacht. Das sieht fire as fuck aus, finde ich. Ist nicht jedem seine Sache wahrscheinlich, aber ich finde es ziemlich cool. Wir werden mal gucken, was wir hier so rausziehen können. Wo es nämlich auch noch Sinn macht, ist hier am Luftfilterkasten. Zum Beispiel die Seite hier. Hier unten rein, das Ganze zu folieren, weil die Wärme kommt ja vom Block aus hier rüber gestrahlt. Das hier ist dieses Hitzeschutzband, das ist einfach ein ganz normales Hitzeschutzband mit so einer reflektierenden Oberfläche und so einem Draht innen drin, das auch ein bisschen stabiler ist. Ist ziemlich cool, das ist nicht teuer, das kostet vielleicht 14 Euro oder so, 15 Meter, 20 Meter, keine Ahnung. Ich habe da irgendwas von Amazon bestellt, ist auf jeden Fall sehr, sehr günstig, ich packe euch unten einen Link rein. Und wir gucken jetzt mal, wie das Ganze aussieht auf der Ansaugbrücke. So, ist auf jeden Fall ziemlich gut geworden, finde ich, dafür, dass wir jetzt nichts ausgebaut haben. Passt alles soweit, hier unten klebt noch ein bisschen was. Aber das wird vom Schlauch verdeckt, das ist alles okay. Performance Benefits werden wir da auf jeden Fall nicht daraus ziehen, das weiß ich jetzt schon, weil die Ansaugbrücke liegt hier noch offen, da noch offen. Da wird überall Wärme reinkommen, aber ich habe ja gesagt, ist nur für Looks, also Hauptsache sieht gut aus. Ich finde, das passt ziemlich gut hier rein, sieht auf jeden Fall sportlicher aus, sag ich mal. Das Ganze wird auch dann noch verdeckt später durch das Cover. Das Cover habe ich aber genau, da sind ja die Ansaugbrücken angedeutet, habe ich genauso gerappt. Das habe ich schon fertig. Das werde ich demnächst dann einfach mal in irgendeinem Video random einfach einbauen oder gar kein Video dazu machen, sondern einfach irgendwann mal zeigen, wie es aussieht. Aber das hier sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus. Ist vielleicht nicht jedem sein Geschmack, aber ich feiere sowas, weil es einfach nach Racecar aussieht. Klar, der Wagen ist kein Racecar, ich weiß auch, aber weiß ich nicht. Ich finde, es sieht sportlich aus und sieht nice aus. So Jungs, das ist auf jeden Fall mal wieder ein Mod, der relativ günstig ist, 14 Euro. Ihr könnt die Ansaugbrücke müsst ihr nicht ausbauen, Hauptsache sieht gut aus. Ihr könnt es auch am Luftfilterkasten machen. Je nachdem, wo ihr meint, macht am meisten Sinn. Am meisten Sinn macht es, wie gesagt, da, wo der Block Wärme hinstrahlt. Und das ist hauptsächlich am Luftfilterkasten, Chargepipes. Man kann so vieles rappen, zum Beispiel auch bei Turbo kann man die Pipes rappen für den Turbolader. Das bringt einem auch nochmal so gesehen was. Ich habe kein Turbo, deswegen habe ich auch
auch keine Pipes. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr Fragen zum Video habt oder generell Fragen, dann schreibt einen Kommentar. Ich beantworte hier auf jeden Fall. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt vom E46-Bild hier auf diesem Kanal, rund um den E46, rund um die Autowelt, dann abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ich sag's euch nicht, aber Marvin hat ein Bild.